Also, Julia Dorni, schön, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank. 2 Tage vorm Kampf. Ja, danke, danke. Ich freue mich trotz technischer Probleme. Ja, technische Probleme, das ist Wunder der Technik. Skype auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten. Aber so haben wir die Chance, mit dir zu sprechen. Du bist ja jetzt wahrscheinlich schon in den Staaten, nehme ich mal an. Genau, ich bin Montag angekommen und jetzt bin ich seit 2 Tagen hier. Gestern hatten wir einen kompletten Media Day samt Interviews und dem ganzen Fotokram und Videokram und genau. Und jetzt heute ist sozusagen mehr oder weniger Day off und nochmal ein bisschen ja, sammeln und dann morgen Waage und Freitag der Kampf. Ja, also normalerweise würde ich dich ja fragen, wie der Weightcut so läuft, aber ich nehme an, du musst gar nicht so viel cutten oder gar nichts wahrscheinlich, Nee, oder? gar nicht. Das ist Ja. total schön. Ehrlich gesagt, ist es natürlich auch ja, immer eine ganz schöne Hürde, die man nehmen muss, wenn man einen Weight Cut macht. In dem Fall ist es natürlich jetzt super entspannt. Klar achtet man darauf, dass man clean ist und gut ist, ne? Aber ansonsten ist das halt top. Ich bin heute Morgen auf die Waage gestiefelt, habe mein Gewicht locker drin und da freue ich mich natürlich. Es ist eine mega Last, die einem da genommen wird. Ja, sehr schön. Aber also grundsätzlich, bevor wir jetzt gleich über all das andere sprechen, die Erfahrung dort und in Dublin und den Kampf selbst, als ich gelesen habe, dass du bei der PFL dabei bist, dachte ich mir, cool, schön, und dachte, du trittst da im Federgewicht an, wie sozusagen gewohnt. Und deine Gegnerin selber kommt ja auch aus dem Feder. Aber die Fights sind im Leichtgewicht, wo ich mir denke, das ist doch eigentlich eine super unübliche Gewichtsklasse für Frauen-MMA. Also mal abgesehen von Kayla Harrison, die so ein Monster ist, gibt es ja da eigentlich kaum wen. Also veranstalten die das Ding nur, um Gegnerin für die zu finden? Oder wie kommt das, dass es ein Leichtgewichtsturnier ist? Du, da musst du mal den Promoter selbst fragen. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, warum die dieses Lightweight-Tournament machen. Vielleicht, damit die sicher gehen können, dass die Sportler alle immer permanent ihr Gewicht haben. Vielleicht, dass sozusagen niemand immer, also keiner rausdroppt oder overweight ist. Es ist ja auch so in der PFL, dass keine Ellbogen erlaubt sind, genau aus demselben Grund, ne? Damit die Kämpfer halt sich nicht so doll verletzen. Vielleicht ist das einer der Gründe, ich kann es dir gar nicht sagen, aber tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, 6 der 8 Fighter, die jetzt hier in der Challenger Series antreten, Federgewichte eigentlich sind. Ja, eben. Also, ja, es gibt ja kaum Leichtgewichte. Das ist ja eine total. Guck mal, welche Frau wiegt denn austrainiert 70 Kilo? Das muss ja schon ein Ich? richtiger. Ja, aber nicht in Wettkampfform, oder? Komm. Doch, 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 wirklich. Du hast Ja? ja meine Bilder gesehen. Also wie ich bin jetzt gerade zwar nicht dehydriert, aber ich bin wirklich, das ist halt mein normales Judo-Gewicht, 70 Kilo. Na, Ich wunderbar. bin auch Also. groß, ich bin hier wirklich die Größte, muss ich sagen. Ich bin ja 1,75 und bin doch die Größte, ja. Also gehst du, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, also gehst du nicht unbedingt mit Bauchschmerzen da rein, oder? Sondern hast wahrscheinlich eher physischen Vorteil, oder wie muss man sich das Ja, vorstellen? auf jeden Fall. Also ich würde sagen schon. Also klar, Federgewicht im MMA ist definitiv meine Klasse und wird es auch nach wie vor bleiben. Ich sehe das jetzt mal so als Versuch durch dieses Turniersystem. Aber ansonsten fühle ich mich mit dem Gewicht gerade wirklich gut. Es ist ja auch mein normales Gewicht im Prinzip, ja. Also hier bewege ich mich, trainiere ich und fühle ich mich auch kraftvoll und gut. Sehr schön, Und naja. wir werden hier Naja. sehen, wir werden hier sehen. Es ist ja nur noch 2 Tage hin. Sind wir mal gespannt. Und wir kommen gleich, wie gesagt, auf den Kampf zu sprechen. Vorher vielleicht noch, du hast es gerade gesagt, gestern war großer Media Day, Fotos, Videos und so weiter. Da wird ja in den USA natürlich noch ein bisschen mehr Licht angemacht als hier bei uns. Erzähl mal, wie war die Erfahrung für dich? Ich meine, du bist natürlich Rampenlicht auch irgendwo gewohnt, aber eben nicht im Zusammenhang mit einem Kampf und auch noch nicht so nah an einem Kampf. Ja, es war tatsächlich cool. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich auch sehr, sehr, sehr positiv überrascht von der Professionalität, wie hier alles abläuft. Das ist der Hammer. Also natürlich vom Airport-Pickup bis hin zum Hotel. Hier haben wir die ganze Zeit einen Guide, ja, jemand, der immer die ganze Zeit nonstop da ist, sich um alles kümmert. Dann wurde gefragt, braucht ihr noch Hilfe beim Weight Cut? Braucht ihr noch einen Cutman? Braucht ihr noch dies? Wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid, ja. Natürlich tolle, also auch hier, es sind ja verschiedene Zimmer in diesem Hotel sozusagen fertig gemacht für uns. Dem einen wird eine Produktion gedreht, in dem anderen die Bilder gemacht, in dem anderen wiederum sind andere Interviews, die geführt werden. Also das ist schon alles sehr gut durchgetaktet, finde ich sehr cool. Erleichtert mich natürlich auch, weil sonst habe ich die Dinge ja immer selber parallel noch machen müssen. Und deswegen ist es jetzt echt schön so. Ja, also kannst du dich sozusagen voll und ganz auf den Kampf konzentrieren. Und du hast ja auch ein professionelles Trainingslager gehabt, das muss man sagen. Du warst in Dublin im SBG. Das ist ja eine Anlaufstelle in den letzten Jahren für viele EuropäerInnen, wie Andreas sagen würde, gewesen. Beschreib mal, wie war das so für dich? Ja, natürlich toll. Also wie gesagt, ich glaube, die News gibt es noch gar nicht, aber Julia Dorney fightet ja jetzt out of SBG. Ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich für SBG an den Start gehe und ich habe natürlich sofort gesagt, ja, mache ich.
Wir hatten ein tolles Trainingslager, tolle Trainer, tolle Trainingspartner. Ich habe mich ja mit Shinnet Kavanagh 3 Wochen vorbereitet, weil sie ja auch ihren Bellator-Kampf letzte Woche hatte. Auch mit Liam McCourt, natürlich eine starke Judoka. Unser Gameplan für sie ist komplett aufgegangen. Ne? Da waren wir natürlich alle mega glücklich. Wir wussten genau, was kommt. Und jetzt bin ich an der Reihe. Shinnet sagte zu mir: "You're such a fucking strong cunt." Ja? Und sie hat es irgendwie zehnmal zu mir, sie hat es ungefähr 10-mal zu mir gesagt, meinte: "Just go and fucking do it, you know." Also das war schon geil. Also wir hatten wirklich gutes Camp, ist eine gute Sache. Problem ist jetzt, der Trainer, der jetzt für mich verantwortlich war, der hätte kommen sollen, hat leider Covid. Jetzt sind wir hier gerade ein bisschen am Rudern, was wir jetzt machen. Aber wir werden das schon hinkriegen, ich bin zuversichtlich. Wen hast du dabei? Ja, jetzt gerade noch gar keinen. Oh shit, okay, du bist ganz allein rübergeflogen. Na, ich habe jetzt noch meinen Trainingspartner dabei, der natürlich auch ein guter Grappler ist, aber wir werden mal sehen, wie wir das jetzt hier noch handhaben. Ah, das sind natürlich erstmal nicht so gute Bedingungen, aber du hast trotzdem, scheinst du guter Dinge zu sein, ne? Also hast du jetzt Ey, nicht du, ich so, bin machst ja das die nicht. ganze Zeit mit John Kavanagh in Kontakt und wir schreiben und er sagt so: Du hast alles, was du brauchst. Und wir brauchen Ja. jetzt jemanden, der dich sozusagen in den Rundenpausen betreut, ansonsten hast du es ja alles in dir. Ja, naja, ist ja natürlich auch eine Mega-Chance, das muss man sagen. Du warst jetzt 2,5 Jahre fast, hast nicht gekämpft, aufgrund von Corona natürlich, weil auch wenig Veranstaltungen waren. Und dann direkt internationale Organisation und die Chance, dich für dieses Millionenturnier zu qualifizieren, was natürlich, ja, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ist das Druck? Überwiegt die Freude? Beschreib mal, was geht so in dir vor? Ach du, du kennst mich. Ich bin froh, nach diesem ganzen pandemischen Kram in Deutschland hier sein zu können, trainieren zu können. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch nochmal ein anderes Camp und IBJJF Worlds in Los Angeles letztes Jahr im Dezember. Ich bin zuversichtlich, ich fühle mich stark und sehr, sehr agil und powerful. Und klar liegt eine lange Zeit dazwischen, aber ich glaube, es ist einfach in mir. Es ist einfach in mir. Und ich freue mich einfach auf diesen Kampf. Ich freue mich, dass die Mädels hier alle cool sind. Also ich meine damit die Gegner, ne? Alle sind da, alle haben ihr Gewicht. Es ist schon mal schön, dass alle einreisen konnten, weil wir hatten ja echt auch noch mega Issues wegen des Visas, dass wir es Echt? bekommen. Ich Warum? habe tatsächlich, naja, weil mit, weißt du, es war alles irgendwie so, weiß ich nicht, warum. Gab Probleme. Ich habe es erst Samstag abholen können bei der Botschaft. Und Montag geflogen und deswegen, also ich bin einfach froh, dass alles geklappt hat, dass wir hier sind und dass wir jetzt fighten können. Und ob es jetzt 2 Jahre sind, 2,5, es gab auch andere Fighter, die haben längere Pausen genommen, George St. Pierre, und dann sind sie zurückgekommen und haben einfach nur performt. Also alles cool. Ja, also der Stress liegt quasi hinter dir. Jetzt ist in Anführungsstrichen nur noch der Kampf, sage ich mal, ne? Auf jeden Fall. Auf Ja. jeden Fall. Ich denke wirklich, also das ist tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so. Ja, ey, Cool das ist ein bleiben und durchgehen. gutes Mindset, würde ich mal sagen. Lass uns über den Kampf vielleicht auch direkt sprechen. Deine Gegnerin ist Profi-Debütantin, wenn ich das richtig recherchiert habe, aber hat ähnlich wie du eine sehr, sehr erfolgreiche Amateurkarriere gehabt. Ungeschlagen zumindest nach dem, was man so über sie findet. Jesslyn Michelle ist ihr Name, der Wrecking Ball. Was hast du über sie rausgefunden? Wahrscheinlich dasselbe wie du. Ich bin ja da immer nicht so mit dem Studieren meiner Gegner, das überlasse ich immer eher so meiner Corner. Das haben wir gemacht, Gameplan erstellt und John hat mir gesagt: First Round Armbar ist seine Prediction. Okay, habe ich gedacht. Ich bin ja gar kein Freund von Predictions oder Freundin, wie Andreas sagen würde. Aber du, ich weiß nicht, wir werden einfach sehen. Wir haben Spaß und wir machen das Beste draus. Und ja, sie kommt halt aus Las Vegas, trainiert bei Syndicate. Mit Leuten, die ich auch gut kenne vom Training. Und ja, wir werden einfach sehen. Hat ein gutes Team im Nacken, das kann man sagen. Was glaubst du, was für ein Kampf das wird? Also, was wird sie machen? Sie weiß natürlich auch, dass du physisch sehr, sehr stark bist, dass du natürlich eine starke Judoka bist. Was glaubst du, wird sie tun? Ich habe das Gefühl, sie wird versuchen, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie wird clinchen. Ich glaube, sie wird versuchen zu clinchen und mich irgendwie runterzukriegen. Aber auch dann bin ich ja ein guter, starker Kämpfer aus der Unterlage. Also, wir werden sehen. Ich kann es Ja dir gut. nicht sagen. Ich bin da wirklich nicht gut drin. Also ich sag mal, Clinchen gegen eine Judoka ist natürlich vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee, dann wird es vielleicht wirklich was mit einem First Round Armbar. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ein vorzeitiger Sieg wäre in jedem Fall stabil, denn oder sinnvoll oder gut, wie auch immer man es sagen möchte, denn es kommt ja tatsächlich auch nur einer aus diesen 4 Kämpfen safe weiter in die Regular Season. Bei dem Rest gibt es dann irgendwelche Development Deals und so weiter. Das ist natürlich nicht ohne, oder? Ja, das sagst du richtig. Natürlich ist es nicht ohne, aber wie gesagt, mein Fokus ist jetzt einfach auf den Kampf.
einfach nur auf den Kampf. Wie gesagt, ihr hattet mich ja vorher schon angesprochen wegen des Interviews und so. Und ich wollte einfach wirklich nur 100.000% mich fokussieren auf mein Training, auf meinen Schlaf, auf meine Ernährung und auf mein Training. Und einfach jetzt diesen Kampf machen und dann werde ich sehen. Ich bin echt kein Freund von ja und was ist, wenn dann und so. Jetzt ist erstmal auf dem Punkt ready sein und dann werden wir weitersehen. Ja. Lass uns trotzdem nochmal über dieses Modus operandi sprechen, das Sie dort haben. Das ist ja, ist auf einige Kritik gestoßen, denn es beurteilt ja quasi nicht nur das Trio der Punktrichter den Kampf, wenn es über die Zeit geht, sondern irgendwie haben auch die Fans eine Stimme. Dann hat so ein, ja, so eine Truppe aus Promi-Judges, wie auch immer man es nennen möchte, eine Stimme. Wie findest du das denn, dass da irgendein Football-Typ zum Beispiel darüber aburteilt, ob du da weiterkommen solltest oder nicht? Ach, ich finde, das ist mal irgendwie ein Versuch. Ich glaube, die wollen mal so ein bisschen weg von dem alten, steifen Modell, was sich so etabliert hat. Es ist ein netter Versuch und natürlich alles, was Neues, stößt immer irgendwie auf Kritik. Und es kann natürlich auch für jeden irgendwie total schlecht laufen, dass es total nach hinten losgeht. Aber irgendwie finde ich es mal einen ganz netten Versuch und bin gespannt, wie das so rüberkommt. Weil keiner weiß ja, was du durchgemacht hast. Ne? Nur die Sportler wissen und die Trainer, was halt da im Camp erlebt wurde, was die von Verletzungen haben oder was wir durchgemacht haben. So, und dann wird man einfach sehen. Ich finde es irgendwie, wie gesagt, einen netten Versuch, mal zu gucken, was noch so geht außerhalb des klassischen Modells. Ja, naja, wir hatten vor 2 Wochen natürlich bei Alex Popek das Problem, dass der irgendwie im Kampf vorher einen hatte, der irgendwie mit Flying Knee K.O. gewonnen hat. Da ist natürlich die Messlatte dann hoch, ne? Also wenn du jetzt irgendwie im Kampf vor dir eine hast, die brachial durch K.O. gewinnt, dann musst du natürlich abliefern, um da noch irgendwie noch einen draufzusetzen. Weißt du schon, an welcher Stelle du dran bist? Ich habe Kampf Nummer 2. Nummer 2, na gut, dann hast du ja maximal einen vor dir, das heißt, da geht das vielleicht sogar noch. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das klappt mit dem Sprung in die Regular Season, da wird es natürlich nicht einfacher, die wirst du dann ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Leichtgewicht bestreiten und ich habe mir lange Zeit gedacht, warum machen die überhaupt Leichtgewicht, weil Kayla Harrison ja auch gar nicht mehr in der PFL war, jetzt hat die aber doch wieder verlängert, so wie es aussieht, das heißt, genau. Die ist noch da. Hat man das so ein bisschen im Hinterkopf? Das wäre ja im Prinzip das Duell der Judo Gigantinnen sozusagen. Ehrlich gesagt, nee, ich habe noch gar nicht dran gedacht, aber als ich gefragt wurde, was so mein Ziel ist, habe ich gesagt, ja, einfach die Million. Ansonsten habe ich nicht drüber nachgedacht. Einfach durchmarschieren wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Also, wenn man sich die aber so anguckt, und deswegen habe ich vorhin gesagt, also wer wiegt denn schon austrainiert 70 Kilo? Ich meine, die hat halt Kampfgewicht 70 Kilo. Und wenn ich mir dich so angucke, du siehst halt aus, als wärst du ein Arm von der. So, weißt du, die sieht halt schon... Das ist ja physisch nochmal eine andere Hausnummer, oder? Findest du mich so dünn? Hast du nicht meine Bilder von gestern gesehen, die gepostet? Nicht dünn. Also nicht im Sinne von skinny, sondern du bist natürlich schon durchtrainiert. Aber Kayla Harrison sieht halt aus wie der unglaubliche Hulk mit einer blonden Perücke. Das du darfst nicht vergessen, dass sie ja auch im Judo 78 gekämpft hat. Ihr normales Gewicht damals war um die 83 Kilo, ne? Ja. Und die ist ja auch wirklich auch kleiner als ich. Also natürlich sieht es bei ihr alles viel gestauchter aus. Hm. Und wenn sie jetzt auf 70 ist, klar, dann... Ich meine, jeder, der eine Dehydration durchgemacht hat, sieht halt krass aus. Also man weiß ja, wie ich im Federgewicht aussah. Und dann hat man ja jetzt gehört, dass Kayla sogar vorhatte, ins Bantamgewicht runterzugehen, weil sie ja da Juliana Peña besiegen wollte. Also natürlich krass. Also das ist nochmal ein Sprung, nochmal 9 Kilo runter. Also ich habe darüber wirklich nachgedacht. Ich versuche jetzt wirklich gerade noch komplett bei mir zu bleiben, auf meinem eigenen Skills. Ja, mach das mal. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Wie gesagt, 2 Tage vorm Kampf. Danke nochmal, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Keine Selbstverständlichkeit. Wir wünschen dir natürlich viel, viel Erfolg. Das Ganze ist bei uns natürlich auch zu sehen bei Fighting auf YouTube in der Nacht auf Samstag live ab 3 Uhr gibt es das Ganze und natürlich auch Relive danach und so weiter und so fort. Das letzte Wort gehört dir, meine Liebe. Ja, ich freue mich. Das ist natürlich auch eine große Ehre, MMA Germany, ne? Dass jetzt zwei deutsche Fighter mit Alex Popek und mir unser Land repräsentieren können. Das ist natürlich toll, wenn auch deutsche Kämpfer in den USA Fuß fassen. Ja, durch das Visum, was wir jetzt haben, sind wir ja 4 Jahre auch befähigt, sozusagen hier zu leben und zu arbeiten. Und man muss wirklich sagen, dass das Level natürlich, SBG natürlich schon mal extrem hoch ist, aber in den USA natürlich auch. Also einfach die Dichte an guten Fightern und am Level, ne? Das habe ich bis jetzt in Deutschland tatsächlich noch nicht erlebt. Das wird Mandy Böhm bestätigen, die habe ich ja auch letzte Woche bei Bellator getroffen. Es ist einfach Fakt. Deswegen freue ich mich wirklich als deutsche Kämpferin, erste deutsche Frau in der PFL Deutschland repräsentieren zu können.
Ist lustig, da trifft man sich als zwei deutsche Kämpferinnen im Ausland bei Bellator, auch nicht schlecht. Und Ist krass, wa? ich, ja, Welt ist ein Dorf. Und ich glaube, da jetzt so ein bisschen rausgehört zu haben aus diesem Schlusssatz, der jetzt gar kein Schlusssatz ist, weil ich noch meinen Senf dazugebe, dass du planst, dann irgendwie länger auch mal in den Staaten zu bleiben. Du hast ja gerade irgendwie angedeutet, du kannst jetzt 4 Jahre da leben und arbeiten und die Gyms sind da auch so super. Wo planst du denn dann deine Zukunft? Das werde ich euch nach meinem Kampf erzählen, alles. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das so. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wie gesagt, in der Nacht auf diesen Samstag, 3 Uhr, gibt es das Ganze live bei Fighting auf YouTube. Julia Dorni in der PFL Challenger Series trifft auf Jeslyn Michel, den Wrecking Ball aus Las Vegas. Daumen sind gedrückt, Julia. Bring uns den Sieg mit. Dankeschön, ich danke euch. Bis bald. Ciao, ciao. Hau rein. Ciao, ciao. Oh, yeah.